Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur zweiten Folge von Temple of Aluxus. Aluxus? Ja, wird schon richtig sein. Es wird auch richtig sein, dass ich mich wahrscheinlich wieder ein bisschen blöd anstellen werde mit den Rätseln, aber da muss ich durch. Denn ich will nur eins, ganz viele Reichtümer. Nach dem Intro ist los. Willkommen zurück, zweiter Teil, wieder den Polytempel, also Tempel aus Polygonen. Wir haben diesen Mist geschafft, der ein bisschen tricky war. Wir haben das geschafft, aber dies blieb aus. Ist aber scheinbar gar nicht so wichtig, denn die Tür hat sich geöffnet. Wir müssen nicht alle Rätsel schaffen. Deswegen gehen wir jetzt schnurstracks weiter in den nächsten Raum. Raum 5, um genau zu sein, von 13. Mal gespannt, wie lange ich brauche, um dieses Rätsel zu lösen. Wir haben ja so viel Geld, so viele Reichtümer, die wir nicht in den Rucksack packen können. Finde ich schade. Diesmal zeigt uns der Sensor nix. Ah, okay. Easy. Ich bin super gut. Und zwar hier. Läuft. Ich kann mir gar nichts. Ich habe eine blitzschnelle Augenreaktion. Mich kann sowas nicht verunsichern. Zack, easy. Win-win. Was haben wir noch? Nächstes. Oh, Moment. Ich muss das Kabel nochmal kurz richten. So. Sollte passen. Okay, gucken wir mal. Was tut sich da? Nichts. Okay, komisch. Vielleicht geht es auch nicht. Also meine Befürchtung ist, dadurch, dass wir das Rätsel jetzt gelöst haben, weil wir ja nicht alle Rätsel lösen müssen, wissen wir das jetzt nicht. Oh, beruhig dich. Da tat sich was. Unser Sensor zeigt nichts. Okay. Ah, okay. Kennt man von IQ-Tests die Ähnlichkeiten herausfinden? Das heißt, das nächste, wir sehen ja oben Ecke rechts, das heißt, das nächste folgende Bild ist unten rechts. So, das mag ich. Bewegt sich, das heißt, der andere Punkt wird der hier sein. Was? Falsch! Okay. 4 oben 5. Das ist immer das Gleiche. Das da. So, jetzt mal groß überlegen. Groß überlegen. Das heißt, wir haben oben zwei Stellen frei. Theoretisch. Jetzt blöd. Also, das ist der Urform. Rechts ein Punkt, links ein Punkt unten. Dann müsste es eigentlich rechts weitergehen eigentlich. Oder das da? Nein. Jetzt mal ernst hier. Wenn ich sage, dass ich es nicht hinbekomme. 4, 4. Besser. Auch nicht. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also eigentlich ist es ja mega easy. Wir haben hier 3. Theoretisch. Warte, ich habe nichts gedrückt. Ich habe nichts. Ja, wahrscheinlich mit dem Arm. Nochmal. Leute, ich weiß genau, ihr habt es gleich hinbekommen. Und ich stelle mich jetzt gerade ein bisschen blöd an. Na, was ist los? Ups.
I don't fucking get it. Das hatten wir schon. Keine Ahnung warum. Aber ich mache jetzt die Tür auf. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie es dann nochmal dreht. Zusammenhänge. Was soll's, weiter geht's. Was ist damit? Ich will das eigentlich auch noch machen. Aber irgendwie tut sich da nichts. Schade. Mehr haben wir auch nicht. Haben wir hier mit dem Scanner noch irgendetwas? Nein. Okay, weiter. Nächster Raum. Keine Zeit verlieren. Oh, schön mit Feuer. Das gefällt mir. Ein paar Opfergaben. Renn. Okay. Wir push the button. Mist. Den Scanner durchgucken. Wir müssen eine Möglichkeit finden, darauf zu kommen. Das ist mir schon klar. Oh, da ist was. Da war was. Da. Oh, es sind... Ah. Okay. Easy. Halt. Ich muss doch da drauf. Achso, einfach drauf. Ich dachte, hä, haben wir keine Sprungtaste oder so? Okay, gehen wir da drauf. Okay, so, dann machen wir das einfach so. Easy. Easy, easy, lemon squeeze. Ja, wie komme ich da durch? Da fliege ich doch direkt rein. Ah, doch nicht. Oh nein, mein Erzfeind. Ich schieb das doch nicht. Okay. Ach so. Ging das vorhin auch? War das letztes Mal auch so, dass ich mir die Dinge anschauen konnte? Okay. Easy. Komm. Komm, komm. Schneller. Nein. Also das stirb ich doch jetzt. Auch nicht? Das heißt, ich kann da einfach durchlaufen? Was muss ich dann Rätsel machen? Genau, theoretisch. Ach nein, unsichtbare Wand. Okay. Ja gut, das ist ein bisschen einfach gehalten. Nichts mit Action. Einfach laufen. Aha, hier. Noch mehr Tipps oder so? Cool. I don't get it. Ist da die Wand? Okay, machen wir erstmal alles auf Urpunkt. Okay. Das ist 0. Und reingedrückt ist 1. Aber warum sagt das dann oben?
ich mache jetzt einfach. So, oder wie? Oh, das ist noch mehr. Und noch mehr. Da nicht, aber hier. Aha. Und hier. Ah, okay. Das sind die Variablen. Also nichts und nichts gibt nichts. Wenn aber von den beiden Variablen 1 drin ist, dann gibt es 1. Aber 1 und 1 gibt 0. Wenn wir die beiden vergleichen, wir haben ja den Pfeil nach oben. Über dem Pfeil haben wir 1. Und da auch 1. Das heißt, 1 und 1 gibt 0. Und 0 ist oben lassen. Okay. Das ist doch ganz unten, oder? Unten die zwei. Beide Ecke haben 1. Und die eine Ecke hat 1. Das heißt, oben lassen. Aber das gibt 1. Das ist 1. Ja, Odin. Ich rechne. Und 0 und 0 gibt 0, also oben. Das ist die oberen Ecke. Ja, die müssen oben bleiben, okay. Dann Mitte ist 1. Boah, Odin dreht wieder durch. Und der da noch. Ach, Mist. Du musst nichts Falsches drücken. So. Jawohl, ja. Wer schafft? Und man stirbt einfach in Duel. Noch eine Tür und noch eine Tür. Immer schön scannen. Okay. Ich befürchte. Ah, okay. Okay, okay. Irgendwo muss hier vielleicht an der Tür irgendwas sein. Irgendein Hinweis. Nein. Nichts. Man kann ja wahllos irgendwie was machen. Aber scheinbar wird das von mir verlangt. Ich... Ja, aber ich brauche doch irgendwie... Oder muss ich alle verbinden? Ah, es ist ein Kampf. Mit dem Zeigefinger muss man es ausrichten. Ja, man braucht doch irgendwie ein Bild, was dann auch Sinn macht irgendwie. Ich drehe einfach mal und guck, was passiert. Versuche alle Punkte zu verbinden. Aha! Ja, alle Punkte verbinden. Also jetzt geht es los hier. Na, tatsächlich in 2 Folgen. Dreck. Oh.
Was ist? Ist es nicht das? Odin! Odin tritt durch. Oh, da. Okay. Wie nennen wir ihn? Udo? Mango? Vase? Maulwurf? Ist nichts. Okay, wir müssen Udo suchen. Das ist... Udo? Mango? Dann hört sich irgendwie so ein Passwort. Mango? Vase? Maulwurf? Vase? Maulwurf? Da gehen wir durch! Oh je, ich sehe es kommen. Feuer, Wasser, Sonne. Feuer, Wasser, Sonne. Und hier ist was. Zahlen. Ah, okay, wir haben hier Wasser. Wir haben hier Feuer. Und wir haben hier scheinbar Sonne. Oh, Mathe. Das sind 6, 5. Und 5 ist 25, das ist richtig. Das ist falsch. Mal 6 und 36, das ist auch falsch. 2 mal 2 ist 4. Aber ich kann die drehen, ja. Aber habe keine Zugehörigkeit. Hier ist ein 6. 8. Ja, aber keine Zahl 8. 5 und 5. Okay, jetzt wird's tricky. Mal damit was machen. Gut schlagen kann man. Bringt mir aber auch nichts. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Ja, es wird jetzt immer trickier. Oder ich stelle mich aber nur komisch an. Auf jeden Fall haben wir das Feuer, Wasser, Sonne. Aber auch da Feuer, Wasser. Die kann man drehen. Was? Feuer, Wasser, Sonne 3. Was passiert, wenn ich... Nee. Das sind Sekunden vielleicht. 1, 2, 3. Weiß nicht. Sieben, sechs, fünf, zwei. Machen wir es einfach mal. 7, 6 haben wir.
7652. Das hat aber jetzt auch nichts gebracht. Dann gehen wir wohl mal zum nächsten. Oh, das haben wir. Schon länger warten, bis es richtig drauf ist, das Symbol. Gucken, welche Zahl uns jetzt 5 7 6 2 7 6 2 7 6 2, und da haben wir eigentlich mehr. Da hatten wir ja auch 2x2 ist 9, was ja komplett falsch ist. Wir können es aber auch nicht ändern. Na gut, komm, machen wir noch das hier. Da haben wir schon mal alle gemacht. Das hat das Symbol. Und das stimmt. Ja. Wahrscheinlich eins von den drei ist dann halt dann richtig. Fünf, zwei, sieben, sechs. Fünf, zwei, sieben. Ja. Ja gut, man kann halt einfach auch einfach alle auflösen. Hm. Oh Mann. Oh Mann. Mathematik. Obwohl, das ist easy. Wenn das O eine 2 ist, weil 2 plus 2 plus 2 gibt 6, dann wissen wir, O ist 2. Okay. Wir haben Tapir und Olaf gibt 8. Tapir und Vase gibt 1. Okay, I see. Ach, da ist noch eins. Und Tapi, also 2 mal... Okay, da bräuchte man echt ein Mathe-Genie. Auch die Mathe-Genies, die das sehen, werden wahrscheinlich gleich auf die Antwort kommen. Tapi minus Vase gibt 1. Würde ich sagen, Tapi ist 5. Stimmt, kann ja auch nur 5 sein. Nur 2 mal 5 gibt 10. Oh. Okay. O ist 2, 5. Das ist 2. Ah, nach oben unten. 2 und Tapi ist 5. Das ist 2. Dann 5 minus 4. Vase ist 4. Und eigentlich theoretisch könnte man das auch. 5 plus. Tapi ist doch 5. Ja, 3. Ein roter Kristall. Oh, 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 oh. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Oh, das ist gefährlich. Das sparen wir uns für die nächste Folge. Irgendwie müssen wir ja auch die Zeit füllen. Und sagen. Denn ich glaube, da werde ich mehrmals sterben. Das wird was. Oje, oje. Aber ich glaube... Nö, keine Ahnung. Machen wir beim nächsten Mal. Ab zur Atmung. Na, bist du jetzt auch auf den Trip, irgendwelche Indiana Jones Taktiken zu machen? Dich
gehört, gell? Ja. Mal gucken. Also Folge 3 wird wahrscheinlich ein bisschen trickier. Folge 2 haben wir eigentlich ganz gut gemeistert. Wir sind weit reingekommen. Also viel ist nicht mehr. 13 Level. 5 haben wir angefangen. Wenn wir jetzt rechnen. Oh, dieses Rechnen. Mathematik und Schatzsuche ist nicht so meins. Haben die so viel Mathematik gehabt zu der Zeit? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall werden wir bei der Folge 3 wahrscheinlich zum Ende kommen. Ein bisschen haben wir noch vor uns. 2, 3, 4, 5 Räume. Und dann schauen wir uns das nächste Projekt an. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Euer NullFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.